Oh, Orgelmusik. Könnte Macht gewesen sein. So. Da sind wir schon im Spiel. Willkommen bei Watch Remains of Edith Finch. Dies ist halt etwas ungewöhnliches Spiel, wenn man das so als Spiel bezeichnen kann. Manche sagen auch, es ist ein Walking Simulator, wenn man nur durch die Gegend läuft und eigentlich gar nicht viel machen kann. Aber das werden wir jetzt hier selber rausfinden. Ich hatte mal Lust wieder auf was Ungewöhnliches und auf ein Spiel, das eher was mit Geschichte zu tun und Geschichten erzählt. Und dieses Spiel gehört zu denen, die man wohl mal gespielt haben muss. Es gilt so allgemein als eines der besten Spiele, was es so gibt. Was auf jeden Fall das Storytelling angeht. Vielleicht nicht unbedingt jetzt die Grafik, die ist schon ein bisschen älter. Das Spiel ist von 2017. Ist momentan im Sale bei Steam für, ich glaube, 6 Euro. Da kann man echt nichts sagen. Deshalb wollte ich es mal ausprobieren, hatte schon viel davon gehört, aber habe gedacht, ja, so ist vielleicht nichts für mich. Aber jetzt habe ich noch einiges drüber gelesen, mir was angeschaut und denke, ja, warum nicht? Das ist jedenfalls ein Spiel, das einiges anders macht. Ja, wie gesagt, Storytelling ist hier sehr ungewöhnlich, also für ein Computerspiel. Die sind ja meistens nicht wirklich gut gemacht, muss man sagen, was die Storys angeht. Da gibt es ein paar Perlen, die so rausstechen, aber was so das Schreiben und das Erzählen einer Geschichte angeht, sind viele nicht besonders wirklich professionell, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Das ist bei vielen Spielen noch gar nicht immer so nötig, aber es gibt ja wohl einige, die wirklich dann einen berühren wollen mit Erlebnissen, mit Geschichten. Und dieses ist eins von diesen. Jedenfalls sagt man das so. Ich will mir jetzt mal selber eine Meinung bilden und ihr vielleicht auch. Und wir wollen uns diesen Trip uns mal antun von diesem Spiel hier. Das ist eigentlich so aus der Ich-Perspektive. Es wird sehr ungewöhnlich, sehr kreativ und ich glaube, hinterher ja, wird man noch einiges zum Nachdenken haben, hoffentlich. So, es gibt auch keinen wirklichen so einen Anfang, kein Tutorial, gar nichts. Man wird so mitten reingeschmissen und man ist sich selbst überlassen. Das ist, glaube ich, die meiste Zeit in diesem Spiel so. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind offenbar auf einer Fähre. Budget Sound Ferry Lines. Okay. So, und wir sind Edith Finch. Das ist sozusagen ihr Tagebuch. Wie nimmt man das jetzt? Ach so, okay. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning. Wir am besten von Anfang an mit dem Haus. Ich lebte hier, bis ich 11 war. So, dies ist das Haus. Okay, wir sind jetzt hier mitten im Wald. Wir sind jetzt in diese Geschichte sozusagen reingefallen, die von Edith erzählt wird. Und hier geht es um eine Familie. Sie ist Teil davon und wie ich weiß, musste sie irgendwann mal mit ihrer Mutter aus diesem Haus Hals über Kopf fliehen. Ich lebte hier, bis ich 11 war, durfte viele der Zimmer aber nicht betreten. Ja, so wird es hier erzählt. Okay. Ja. Ein sehr seltsames Haus. Eine sehr seltsame Familie. Und so wie ich mitbekommen habe, sind viele der Familienmitglieder nicht wirklich alt geworden und teilweise auch einfach verschwunden. Und jetzt wollen wir hier, nachdem wir wohl eine Zeit lang ja, abgewartet haben, dieses Haus geerbt haben, wollen wir hier zurück und vielleicht diese Geheimnisse aufklären, die in diesem Haus und die in diesem Haus liegen und hinter dieser Familie hier stecken. Ein Fingerhut. Mhm. So gedacht, die Grafik ist jetzt so 2017 nicht mehr so ganz das Neueste. Die alte Unreal Engine, aber sieht trotzdem sehr stimmungsvoll aus. Hier, die Vögel ziehen da ihren Weg. Ein bisschen bewölkt. So, das sind wir. Ah, guck mal. Wir können uns selbst sehen. Was ist das hier? Ein Briefkasten. Oceanland Gazette. Sieht ja lustig aus. Das ist cool, mich auch haben. Jetzt sieht das Haus gemacht, ne? Ein bisschen, den kann ich jetzt berühren. Okay. Im Briefkasten lagen Rechnungen, die 7 Jahre alt und mit dringend sofort öffnen markiert waren. Okay, lustig, wie man das bedienen muss. Ich muss hier wirklich die Maus nach unten ziehen, um das Ding hier zu öffnen. Ungewöhnlich.
Okay, das ist der Weg, der hier zum Haus führt. I hadn't been back since my brother Louis's funeral. Ich war seit der Beerdigung meines Bruders Louis nicht mehr hier gewesen. Okay. Kommen wir hier vorbei. Komisch. Ich Perspektive mag ich eigentlich nicht so sehr. No trespassing. Videoüberwachung. Aha. Wo denn? Von den Raben? Odins Augen oder was? Okay. Auf jeden Fall eine sehr einsame Gegend hier. Kann man denn hier ein Haus bauen, ey? In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ihr Testament vermachte Mutter mir einen Schlüssel, aber sie sagte nicht, wofür dieser wäre. Maybe she thought I'd know. Aber ich dachte sie auch, dass ich es wüsste. Oder sie dachte, dass das Geheimnis ausreichen würde, mich zur Rückkehr zu bewegen. Hm. Okay. Interessant, wie das hier gemacht ist. The Finches. Aha. Hier geht's runter. Ah, so mitten in den Wald rein. Wollen wir lieber erstmal auf dem Weg bleiben? Ist ein bisschen düster, ne? Irgendwie. Ruhig und friedlich auf der einen Seite, aber es ist auch irgendwie ein bisschen bedrückend, so von der Lichtstimmung her. No one had driven this way in a long time. Seit langem war hier niemand mehr lang gefahren, aber ich entdeckte ein paar Hufspuren. Ja. Okay. Kommen wir hier vorbei. Okay. Hirsch. Kann ich eigentlich ducken oder sowas? Also ich kann hier ranzoomen. Springen. Nee, man kann eigentlich nichts machen. Also, ja, das nennt man halt so ein bisschen Walking-Simulator. Man kann nichts. Alles ist ein bisschen vorgegeben, was man macht, wo man angehen kann und so. Man hat nur so wenige Interaktionsmöglichkeiten. Aber das Spiel will uns ja eine Geschichte erzählen, die wir miterleben sollen. Deshalb ist hier Interaktion gar nicht immer so wichtig. Hirsch, ja. Passt da mal auf, sobald wir uns bewegen. Na, läuft bestimmt gleich weg, wenn wir jetzt näher kommen. Okay. Merkwürdig. Okay. Gut, hier ist wirklich lange keiner mehr gewesen, dass sich so ein Hirsch hier so sicher fühlt. Da unten ist eine kleine Brücke. The truth is, Tatsache ist, dass ich nach Erben des Hauses nie dachte, dass ich zurückkehren würde. Tja. Jetzt hatte ich Fragen um meine Familie, die mir nur das Haus beantworten konnte. Was ist das hier? Missing. Milton Finch. Ja. Das Haus ist noch genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Genauso wie in meinen Träumen. Ich habe wahnsinnig an das hingebaut. Sehr malerisch, aber irgendwie auch sehr gruselig. Ich weiß auch nicht warum. Es hat diese Stimmung. Hier sind immer Frösche. Hm?
Hier liegen ganz viele diese Missing-Postern im Wasser. Kann man da hin? Nee. Das ist ein Auto. Washington. Aha. Sind also in den USA hier. Alter Pickup. Und das? Das ist hier ein Drachen. Irgendwie. Hä? Okay. Das fängt schon mal sehr crazy an hier. Also der Statiker hier muss ja wahnsinnig geworden sein, dass wer es mal hier gesehen hat. Ist das hier ein Ding? I asked Edie once about the dragon. Ich fragte Edie einmal nach dem Drachen im Teich. Sie sagte, er hätte ihren Mann getötet. I was six. Ich war sechs. Es schien mir schon damals wie ein schlechter Witz. Der ist also schon so lange hier im Teich. Missing. Oh. Das ist voll damit. Okay, so ein bisschen wie ein Krimi kommt mir das hier vor, aber ich glaube, so ganz ist es das nicht. Was liegt denn da? Eine alte Dose. Missing Milton Finch. Okay. Ja, gut. Hier auch nochmal. Okay, wir machen Schatten. Ist ja merkwürdig, okay. Hier ist ein Weg. Weiß nicht, ob wir jetzt hier lang sollten, aber wir können es auf jeden Fall. The woods around the house have always been uncomfortable. Die Wälder um das Haus herum waren schon immer ungemütlich still gewesen. As if they're about to say something, ob sie kurz davor waren, etwas zu sagen, aber sie halten ihr Schweigen. Ja, das ist auch, was so ein bisschen zu dieser Stimmung beiträgt. Sowas wie, und dann sagt man nichts. Dieser umgestürzte Baum, den wir eben gesehen haben. Ah, das ist diese Brücke, die wir von oben gesehen haben. Ah, okay. Aha. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier lang sollten. Aber gut. Ein Waldspaziergang ist ja auch mal schön. Naja, hier ist das. Da sind wir eben vorbei. Kann man da hoch? Nee. Nee, das geht nicht. Dann spielen würde ich jetzt da drauf hüpfen. Was macht denn immer diese Geräusche? Das macht dann schon ein bisschen nervös. Ich bin schon wieder so ein Missing. Das ist ein Wasserfall. Naja, das ist die Brücke. Okay, hier ist so eigentlich nichts, außer ein bedrückender Wald. Irgendwie. Hier ist ein Pfad. Ah, der geht wieder nach oben.
Da kommen wir dann wieder auf die Straße. Okay. Oh. Sehen wir das jetzt hier gut, oder? Wir haben jetzt alle Wege hier ums Haus rum erkundet. Und dann könnten wir auch da wieder runter, aber dann macht jetzt auch keinen Sinn. Okay. Oh, mein Kopf. Lustig aus, wie man hier so läuft. Okay. Irgendwie ist es ja friedlich und man hört nur Tier und Wind, aber irgendwie. Es ist irgendwie bedrückend. Keine Ahnung. So, ja. Dann lernen wir uns mal in diesem seltsamen Haus. Baut man hier mitten im Wald so ein Ding hin? Milton Finch. If you have information about Milton Corder, Orcles Island Police Department. Okay. As a child, the house made me uncomfortable. In der Kindheit in a way I couldn't war mir das Haus auf eine Art unheimlich, die ich nicht in Worte fassen konnte. Now, as a 17-year-old, jetzt mit 17 weiß ich genau, welche Worte das waren. Ich hatte Angst vor dem Haus. Oh. Okay. Windspiel. So ein Baum. Ah, Mülltrennung gibt es ja auch. Wow. Es sind Reste von einem alten Baumhaus drin, wie es aussieht. Eine Schaufel oder so. Der passt hier irgendwie nicht so ganz rein, der Baum. Eine Eiche. Zwischen den ganzen Linien hier oder was das ist. Boing, aua. Komm hier rein. Und diverse Spiele, wir haben es gelernt, nie direkt von vorne in Häuser reinzugehen. Garage gibt es auf jeden Fall. Wie sind wir mit dem Auto denn hier hochgekommen? I heard something moving around in the garage. Ich hörte, wie sich in der Garage etwas bewegte. Okay. Das Strom- und Satelliten-TV gibt es hier anscheinend. Gibt es eine Rampe? Ein Rollstuhlfahrer vielleicht? Erde. Aha. Hängt auch nochmal so ein Schild. Nee. Ja, schon ein bisschen gruselig. Guck nochmal, ob wir hier rein können. Oh, wir können hier durch die Katzenklappe. Prowling through the doggy door used to be a lot easier. Ich erinnere mich, ich damals mit 11 leichter gewesen war, durch die Hundeklappe zu kriechen. Ja, wir haben ja schon ein bisschen zugelegt. The power had been turned off. Der Strom war seit der Nacht, als wir gegangen sind, abgeschaltet. Okay, jetzt sind wir in der Garage. Plunderbox. Alter, Ami-Schlitten. Was hat sich denn hier bewegt? Den Tennisball von da oben. Warte, damit man das Garagentor schließen kann an einem, durch die Leine? Ne, die hängt einfach nur da. Hä? Okay. Ja, sieht aus wie eine normale Garage, jetzt würde ich jetzt mal sagen.
Hat er noch ein Brett abgesägt? Liegt noch Werkzeug? Und das? Holzleim. Schon ein Raucher. Irgendwelche so Holzbretter hier zusammengesägt und mit Scharnieren versehen oder mit einer Stahlarmierung. Viele Fahrräder. Angeln gibt's. Was ist das? Edie, Dawn, Louis, Milton und Edith. Okay, jeder hat hier seinen eigenen Haken. Sehr, sehr ordentlich hier. Oder ein bisschen krankhaft penibel, keine Ahnung. Was hat sich jetzt hier bewegt? Was hat denn diesen Krach gemacht, den wir gehört haben? Oh. Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Ist nur ein Lichtreflex. Ich dachte, da wäre irgendwas. For the first time in years. So, das erste Mal in Jahren. I felt like I was home. Dass ich mich wie zu Hause fühlte. 2010. Januar. Seitdem hat keiner mehr den Kalender umgeblättert. Okay, jetzt sind wir drin. Anscheinend essen die gerne aus Dosen. Der Wind, der kommt wahrscheinlich durch die Abzugshaube. Cool, also stand das dann schon cool gemacht. Man denkt ja, gleich kommt einer irgendwo vorgesprungen mit einem Messer oder so, aber das ist nicht so ein Spiel. Aber anstelle einer Familie waren da nur die Erinnerungen an eine. In Loving Memory, Louis Finch. 1988, 2010. Beloved brother to Edie, son of Dawn. Great grandson of Edie. Memorial Service. Ist doch nicht alt geworden. Edie's, Edie. Dawn und Louis. Edie's, das sind wir jetzt. Wir sind ja jetzt groß. Edie. Edie ist die Großmutter anscheinend. Louis. Wahrscheinlich mein Bruder rechts und Dawn die Mutter. Und wir haben einen fröhlichen Geburtstag gefeiert, so wie es aussieht. Und Louis ist tot. Okay. Steht nur alles so wie gerade. Like how only one restaurant. Es gab damals zum Beispiel nur ein Restaurant, das unser Haus belieferte, sodass wir oft Chinesisch gegessen haben. Aha. Breyer Toaster. Ist ein Regal angestürzt. Diese Geräusche. Riesiger altmodischer amerikanischer Herd. Hier steht nur alles so rum, wie gerade verlassen, ne? Liest man denn hier so gern? Witch's Kitchen. A Viking's Belly. The Nordic Cookbook. Ja, The Northwest Chief. Sind aber alle beschriftet. Tasting Thailand. The Buck of Mushrooms. Fanny Farmer Jr. Cookbook. Cosmic Cuisine. Pleasure of Japanese Cooking. Also die haben schon anscheinend gern selber gekocht, aber auch mal Lust gehabt eben auf Chinesisch. Ich gab ja sonst nichts anderes. Die sind immer sehr viele Bücher. Alles Kochbücher. Das Regal ist aber größtenteils leer. Dann haben wir alles abgeräumt. Für ein Essen. Was ist das? American Apple Pie, guck mal an. Or how after Louis started working at the cannery. Oder wie Louis anfing in der Dosenfabrik zu arbeiten und wir alle bald die Nase voll von Lachs hatten.
Außer unserer Katze Molly. Okay, daher die ganzen... Das sind wirklich viele Dosen Lachs. Und ein Rezept für Apple Pie, okay. Durch den Abzug hier. Und die haben gerade, wollten gerade oder haben gerade gegessen hier. Plötzlich waren alle weg. Noch so ein alter Backofen. Du hast auch schon lange stehen geblieben. Was? Made of meat. Wok in Tempura. Ist auch wieder was Asiatisches. Okay. Ja, das ist viel Fisch. Gut, verhungern würden wir nicht hier. Nur ein bisschen einseitige Ernährung. Hier passiert. Barbara Finch. Filmset-Foto? Ja. The table was still a wreck from the night we left. Der Tisch war noch immer gedeckt wie in der Nacht, als wir gegangen waren. It was like a bomb had gone off. Es war, als hätte eine Bombe eingeschlagen, alle umgebracht und nur die Möbel unversehrt gelassen. Ja, so ein bisschen wie so ein postapokalyptischer Film, wo alle irgendwie durch Strahlung getötet wurden, niemand ist mehr da. Irgendwie so. Oder wie ein Tatort. Lauf hier schon rum wie Sherlock Holmes. Also, hier ist Wein ausgelaufen, der Teller ist zerbrochen. Es wird jemand panisch vom Tisch aufgestanden. Mit so einem Plastikbesteck irgendwie schön gegessen. Das ist der Stuhl der Oma. Die hat anscheinend auch ein Beatmungsgerät mit Sauerstoff. Glückskeks, noch ungeöffnet. Ich glaube, mit den Nudeln. Ne? Sturmlaterne. Strom gibt's doch. Licht. Die Aussicht so cool. Eine Bucht. Oder eine Insel da drüben. Also Wald und Meer haben wir hier. Okay. Was ist das? Meine Mom war die einzige unter uns, die sich Uroma Edie in einem Pflegeheim vorstellen konnte. Uroma, die haben also alles unter einem Dach hier gelebt. Knirschen Dach. Hier ist nochmal ein Beistelltisch. Warum? Gedeckt ist für drei. Okay. Public Market. Oh, Free Willy. Wohnzimmer hier oder was? Oh, Fernseher haben sie aber auch. Boah, so viele Bücher. Nothing in the house looked abnormal. Nichts im Haus schien ungewöhnlich. Es war einfach irgendwie alles zu viel. Wie ein Lächeln mit zu vielen Zähnen. Ja, Entschuldigung, natürlich ist schon sehr überladen irgendwie alles. Aber das ist auch vielleicht in einem Haus so, wo, weil ich seit 100 Jahren mehrere Generationen gelebt haben und lebten. Bis vor kurzem. Oder vor 7 Jahren anscheinend. Was ist das? Achso, das ist ein Fenster in die Garage. Aha. Komischer Kamin, aber interessant.
das hier gebaut ist. Sehr viel Bücher, meine Güte. Kinderfotos, eine Fähre. Wahl. Jetzt grob um Fernseher. Zumindest ein moderner Flachbildschirm. Hm. Cooler Ausblick, wenn man da so sitzt. Was ist das da hinten? Eine Statue auf dem, einer Klippe. Aha. Anscheinend wollte hier jemand irgendwas. Even the fireplace had a story. So ein Kamin hatte eine Geschichte. Edie erzählte mir, dass die Steine aus dem ursprünglichen Haus stammten, nachdem es versunken war. Versunken? Kann ein Haus versinken? Ist aber alt. Mitte des 19. Jahrhunderts, so 1850 rum vielleicht, mit der Kutsche. Was ist schon für damals ein sehr ungewöhnlicher Baustil. Viktorianisch ist das nicht. Gruber. Hm. Was ist hier für Kartons? Dornfinch Living Room. Der ist hier einer ein- oder ausgezogen? Schaukelstuhl. Mhm. Das ist ein merkwürdiges Foto. Ah, der hat eine Maske vom Tischler genommen. Ärger. Ja, so normale Familienfotos halt, ne? Kinder, Halloweenfest, Weihnachtsbaum, alles ganz normal, eine Flugreise. Kind auf der Schaukel. Alles ganz normal. Aber irgendwas muss hier passiert sein. Was nicht ganz normal ist. Denn hier lebt niemand mehr. Und alles wurde von Hals über Kopf hier liegen und stehen gelassen. Hm. Ich bin jetzt kein Freund von Insekten aufspießen, muss ich sagen. Hm. Sehr patriotisch. Gut, Amerikaner halt. Vietnamkrieg wahrscheinlich oder sowas. Alter Wecker. Ein Vögelchen runtergefallen. Da oben ist ein anderes Vögelchen. Hm. Musikalisch mache ich auch mal jemand. Hm. Was ist das hier? Ah, da braucht man einen Schlüssel. So. Da geht's in den Keller. Oha, okay. Vielleicht sollte man da noch nicht hin. Hier ist auch nochmal so ein Vögelchen. Barbara Finch. Hm. Die Schauspielerin, Regisseurin. Gute Insekten. Was ist das? Barbara. Ah, wie mache ich das? Moment. So, das muss ich wirklich drehen. Mit der Maus. Oh! Opa Sven baut eine Spieluhr für Barbara, wie auch den Rest des Hauses. Die ist aber auch nicht gerade so... Kinder geeignet, oder? Hinten ist sowas wie Bigfoot. Davor tanzt ein kleines Kind rum. Das ist ein bisschen schaurig, irgendwie. Das sind Albträume. Okay. Sehr seltsame Leute. Uff. Okay. Die Oma konnte wahrscheinlich nicht mehr wirklich gut laufen. Ein Treppenlift. Also moderne Technik gibt es schon. Schöne Schnitzereien hier. Cool. Schön gemacht. Also hier war eigentlich ein sehr guter Schreiner, der das hier gebaut hat. Wow, so viele Bilder.
Ja, ein Hund. Und da liegen auch Katzen, okay. Ja, die große Hundeklappe hier sozusagen. Ja, Familienfotos, Bilder mit Kindern. Ganz normal alles. Eine Robbe? Nee, ein Otter. Da ist ein Hund im Wasser am Spielen. Oh, was ist das denn für ein Bild da oben? Okay. Typ mit Backenbart, das muss alt sein. Hm. Schwarz-weiß, mal bunt, verschiedene Alter der Bilder. Okay. Was ist das denn? A lot of things got left behind. Viele Dinge wurden zurückgelassen in dieser turbulenten letzten Nacht. Okay. Das ist erstmal eine sehr ungewöhnliche Art, Bücher zu stapeln. Ich wusste nicht mehr, wohin damit, aber was mit dieser Tür passiert? Das ist genau dieses Holzstück, so eine Art wie in der Garage. Und das ist mit Bauschaum zugeklebt. Halten die da drin jemanden gefangen oder was? Oder war oder sollte oder ist? Aus der Tür sieht man das nicht aus. Okay. Aber das ist eine Außentür. Und dieses Vogelmotiv hier. Was ist das? My mom wasn't much of an optimist. Meine Mutter war nicht wirklich optimistisch, aber sie hörte nie auf zu glauben, dass mein Bruder Milton noch am Leben war. Was ist mit dem passiert? Wir wollten hier so eine Öllampe mitnehmen, anscheinend. Garderobe, Post. November 2010. Milton hat keiner mehr geschrieben. Interessantes Detail. Was ist das? Können da durchgucken. Oh. Edie, told me once that Edie erzählt ihm einmal, dass jeder Finch, der je gelebt hatte, irgendwo in der Bibliothek begraben ist. Okay. Sie haben dir die Bibliothek zugenagelt. Anscheinend sind sie doch Bücherfreunde, oder? Oder waren? War auch immer dieselben Bücher. Also alles habe ich schon ein paar Mal gesehen. The King in Yellow auch. Wiederholen sich hier. Tasting in Thailand. Aber warum nagelt einer die Tür der Bibliothek zu mit so einem schweren Brett und dann noch zugeklebt, dass man die nie mehr aufkriegt? Ach du grüne Neune. After Milton disappeared, nachdem Milton verschwand, versiegelte Mom alle Schlafzimmer. Then Edie retaliated and drilled peep holes. Edie schlug daraufhin zurück und bohrte Gucklöcher. What? Okay. Das jetzt hat man hier so gemütliche Ecken, sieht ganz schön aus. Guck mal, hier ist ein toller Blick nach unten. Was ist auf die Brandung hier? Und dann wird sie wieder irgendwie komisch. Eine Katze. Ein Geäst. Ein Hund im Meer. Ein Kind im Spiegel. So die typischen Fotos. Ein Kind mit so einer Hundeschnauze. Wahrscheinlich so eine Maske. Dann bemalt einer was. Bestimmt alle was zu sagen. Weihnachtsfest. Drei Kinder. Bigfoot. My friend Bigfoot. Introducing Barbara Finch. Aha, die war mal Schauspielerin oder was?
Wenn immer mich die Leute nach meiner Familie fragen, wollen sie zuallererst etwas über Barbara hören. Okay. Du mal der Star der Familie irgendwie, oder so. So viele Kochbücher? So ein Wahnsinn. So, ein interessantes Regal. Die ist auch so zugemacht. What the f... Anscheinend hat die Mutter hier die Türen immer bemalt. Hier so Hollywood-mäßig. Das ist wahrscheinlich aber bevor man sie zugenagelt hat. Das ist eine coole Idee. Die war wahrscheinlich Künstlerin oder so. Und dafür muss man schon ein Händchen haben. Das ist, merkwürdig. Ist das? Edis Vater Odin. Edis Vater Odin baute das ursprüngliche Haus. Odin, okay. Das muss auch schon sehr alt sein. 1800 so und so. Halleluja. Okay, hier gibt es ja einiges an Geheimnissen. Was ist mit dem Kabel hier? Und Dachboden? Oder? Mom musste der Nacht, als wir gegen die Tür zur Treppe ins dritte Geschoss verschlossen haben. Oh. Hat jemand eine Stromleitung, aber... Warum? Pinot Noir 2012. Zinfandel. Amerikanischer Wein. Also jemand war hier Weinliebhaber. Okay, sehr interessant. Sehr gruselig. Irgendwie. Okay. Also wenn seit 2010 niemand mehr die Kalender umgeblättert hat, warum ist der Wein von 2012? Der ist seit 2003 verschwunden. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht hat man seit dem Tod von diesem anderen Jungen, von Milton, dann verschwinden. Obwohl... Was stand in der Küche für eine Todesanzeige? Louis Finch. November 2010. Man da ab da nicht mehr die Kalender umgeblättert hat, weil das so das ultimative Datum war und man möchte da nicht mehr, die Zeit ist stehen geblieben, symbolisch, oder irgendjemand hat eine Zeitreise gemacht und da den Wein mitgebracht von 2012. 2012 Pinot Noir. Okay, hier gibt es einiges an Rätseln. Ich bin gespannt, wie das sich entwickelt, weil die eigentliche Geschichte hat noch gar nicht so richtig angefangen. Ist auf jeden Fall schon mal sehr merkwürdig, das alles. Und dieser Kamin hier macht, dieser Ofen macht mir auch Angst. Also, dann werden wir wohl mal oben die Zimmer erkunden. Mal schauen, was wir da finden. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei hier bei What Remains with Edith Finch. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da rausfinden werden über die seltsame Familie Finch und was hier passiert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.